Jetzt starten wir rein in die erlebten Sachen. Das Erste, was ich erzählen mag oder möchte, das war die Frau Wutschedorf, die werde ich nie vergessen, weil es war eine Frau, die hat mich angerufen, ich habe schon an der Stimme gehört, dass sie ein bisschen älteres Semester ist, ja. Und sie hat mir erzählt, sie hat einen sehr wilden Hannoveraner Wallach, der ist ziemlich groß und sie ist ziemlich klein, ja. Und den kann man nicht halten, also das war ja damals genau mein Ding, ja. Bestrickt, schwierige Pferde, ja klar, kommen zu mir zum Viertagestraining. Sie bringt das Pferd am Sonntagabend, ich schaue mir den an und denke mir, eigentlich schaut er ja ganz nett aus, gell. Und am nächsten Tag, in der Früh, fängt man an, sie hat mir alles erzählt, wenn sie den führt und er hört halt nicht und wenn sie was sagt zu ihm. Ja, und die war ja auch so klein und so dünn und so. Und dann denke ich mir, okay, gut, sage ich, Frau Wutschedorf, bitte, ich muss das mal sehen. Ich muss das Problem sehen, damit ich Ihnen helfen kann. Sagt sie gerne, sage ich, führen jetzt das Pferd über den Hof und dann sagen sie, und steh und dann schauen wir mal, was er macht. Weil sie hat mir ja geschildert, dass er dann weg ist. Also, sie geht los. Geht und sagt, und steh. Und dieser 1,80 Hannoveraner Wallach war ziemlich stark, macht noch einen Schritt so nach vorne und steht dann so da. Und dann schaut sie, schmeißt den Strick hin und sagt, Herr Geithner, ich kann ihn nicht mehr halten. Okay. Rund in der Grenau steht der Birnbaum schön blau.